weiß nicht so richtig, wie mir geschieht, aber es klingelte eben an der Tür und es war schon recht spät und auf einmal war was da, ein Paket. Und ich habe nichts bestellt und es ist selten, dass ich nichts bestellt habe, zumindest habe ich nichts erwartet, aber der gestern Adventskalender stand vor meiner Tür und ich dachte mir, das ist die Chance. Wir unboxen ihn jetzt. Wir schauen, was in diesem Riesenschätzchen drin ist. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr. Ich habe damit ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich habe ihn online noch nicht gesehen. Zum Stand jetzt weiß ich noch gar nichts. Ich vermute, er kostet so um die 150 Euro wieder. Und ich habe eben nochmal nachgeschaut. Letztes Jahr war der super limitiert. Ich werde gleich, heute ist leider Samstag, werde gleich mal schreiben, ob mir jemand vom Yestyle-Team ein paar Informationen dazu geben kann. Ich habe auch keine direkte Ansprechpartnerin mehr bei Yestyle. Es ist nämlich schon lange her, dass ich mit Yestyle zusammengearbeitet habe. Deswegen, surprise, der Kalender war da. Ich bin genauso überrascht gewesen wie ihr. Aber damit ihr auch was davon habt, verlose ich den kompletten Adventskalender an euch. Ich zeige ihn, packe es wieder so zusammen und verlose ihn an euch. Einfach, weil ich damit nicht gerechnet habe und ich die Produkte dann natürlich auch direkt weitergeben möchte. Ich freue mich sehr. Wir schauen mal, was da so drin ist. Ich habe eben nachgeschaut. Letztes Jahr war der super schnell vergriffen. Und ich hoffe, dass er da ist. Ich frage nach und sobald der Kalender da ist, poste ich dann auch dieses Video. Letztes Jahr hat er mir, glaube ich, gut gefallen. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich ihn mir selber gekauft. Und dieses Jahr, oh Gott, der ist so schwer. Aber schaut euch den mal an. Der ist schon ganz schön süß. Ich glaube, es clasht auch ganz schön mit dem Hintergrund. Danny hat gestern gesagt, es sieht so ein bisschen aus wie in einer alten Arztpraxis. I love it. Dr. Maxim, wir schauen, was er jetzt gehört, wenn es Kalender so kann. Es ist recht groß. Es ist sehr, sehr schwer. Und ihr könnt den so aufklappen und habt dann hier 23 Türchen, denn das erste befindet sich hier vorne. Man kann den natürlich wieder super gut wiederverwenden und wir starten direkt auch mal mit dem ersten Türchen, weil es jetzt hier vorne ist. Und da haben wir schon, wow, von Tiertier, das ist diese super beliebte Brand gerade, ein Refresh and Glow Duo, ein Boost Enzyme Cleansing Balsam und eine Milky Skin Toner. Das sieht natürlich cool aus. Das ist, soweit ich weiß, alles Full Size bzw. Reiseproduktgrößen, aber nicht extra klein gemacht. Also es gibt ja so Tester und es gibt Reisegrößen. Ich denke mal, das ist jetzt eine Reisegröße, wobei 50 Milliliter bei beidem ist schon eine Menge. Von der Marke habe ich tatsächlich noch nie was getestet und das finde ich bei dem Yester Adventskalender auch so schön. Ich mag Korean Skincare sehr gerne. Ich lerne da auch gerne neue Produkte kennen. Deswegen schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich darf nicht vergessen, welche Türchen ich aufmache, weil ich es ja gleich wieder hier reinpacken soll. Von Lily by Red Love Call, ein Love Beam Blur Cheek. Ich denke mal, das ist ein Blush. Was ist das denn für eine krasse Farbe? Das habe ich ja noch nie gesehen. Blur Cheek. Ist das ein Blush? Ich kann leider kein Koreanisch, aber es sieht aus wie ein Blush, aber das ist so ein sehr, sehr kühler Ton. Da bin ich sehr gespannt. Je nachdem, wer ihn von euch bekommt, müsst ihr mir unbedingt Bescheid sagen, wie ihr den findet. Wenn mich Produkte ansprechen, dann bestelle ich mir die nochmal. Weiter geht es mit einem Zika X Hyalon Zika No Sebum Moisture Powder. Ich denke mal, das ist so ein Make-up-Finishing-Powder. Der Kalender kombiniert Make-up und Skincare, denke ich. Haben wir hier in so einer kleinen Dose, kann man aufdrehen. Hier ist eine Puderquaste mit drin. Ja, das mache ich jetzt nicht auf. Zika ist sehr, sehr gut, wenn man Rötungen hat, wenn man so kleine Verletzungen vielleicht im Gesicht hat. Denn Zika ist Tigergras und Tigergras heißt Tigergras, weil Tiger, wenn sie sich verletzt haben, sich selbstständig an diese Pflanze reiben und ihre Wunden mit diesem Tigergras einreiben, weil es wundheilungsfördernd ist. Sehr, 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 sehr spannend. Das finde ich bei Korean Skincare bzw. diesen ganzen asiatischen Make-up-Trends oder der Make-up-Kultur sehr spannend, dass sie eher den Fokus auf Skincare und die Haut perfektioniert haben. Ich denke mal, das werden wir hier dann auch oft sehen. Wir haben ein Produkt von einer Marke, die ich tatsächlich kenne, von Claire's, die Midnight Blue Calming Cream. Das ist eine Creme, die ist tatsächlich auch echt blau. Ist eine sehr gute Creme. Claire's kenne ich auch schon. Ich habe in der Zeit das Reinigungsöl in Anwendung. Ich glaube, das war im letzten Adventskalender drin. Deswegen habe ich das neulich rausgepackt. Ich hatte nämlich letztes Jahr alles in eine Schublade getan und hatte die Produkte dann einfach immer mal wieder rausgenommen, wenn ich irgendwas haben wollte oder was gebraucht habe. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht habt ihr den Adventskalender ja aus dem vergangenen Jahr. Dann schreibt uns doch gerne mal ein kleines Feedback unten rein. Okay, es geht weiter mit einem Lichtschutzfaktor. Ein Sunstick Birch Juice Birkensaft Moisturizing Sunstick.
Ich mache ihn jetzt oben nicht auf. Das ist ein Lichtschutzfaktor-Stick. Lichtschutzfaktor 50 plus PA4-fach plus. Das klingt ziemlich spannend. Schützt vor UV-Strahlen, ist mit Vita-Hyaluronsäure und Birkensaft-Extrakt mit angereichert. Wow. Mixun, das kenne ich tatsächlich schon. Sehr, sehr beliebte Marke hier. Mixun ist auch aus Korea. Und ist total gehypt. Ich war letztes Jahr in Amsterdam und bin mit ein paar Mädels in einen Korean Skincare-Laden gegangen. Und der war voll mit Mixun. Soll eine sehr, sehr gute Marke sein. Generell Korean Skincare finde ich super, super spannend. Ich habe tatsächlich auch einige Produkte gerade in Anwendung, weil ich so ein Korean Skincare-Favoriten-Video mal machen wollte. Weil ich einfach so viele Produkte schon getestet habe. Aber es gibt ja, ihr müsst euch vorstellen, die ganze Korean Skincare-Welt ist von unserer Skincare-Welt hier bei uns in Deutschland alleine schon 10 Jahre weiter. Viel revolutionärere Inhaltsstoffe, viel spannendere Texturen und Gott sei Dank kommt das langsam auch zu uns, dass wir auch hier einen einfacheren Zugriff auf die Produkte haben und das finde ich super. Es geht weiter mit einem Niacinamid-Serum und TXA, 4%. Was ist TXA? Also das Vitamin B12 ist hier mit drin, Niacinamid und Tranexamic Acid und 2% Arbutin. Das klingt spannend, keine Ahnung, was das sein soll. Soll aber wahrscheinlich gegen so Pickelchen sein, dunkle Flecken aufhellen, die Haut ein bisschen vor Verfärbungen schützen. Wow, ich muss das, glaube ich, erstmal auspacken, weil ich die Produkte auch wirklich alle gar nicht kenne. Aber ich glaube, wenn man sich mit Korean Skincare auskennt oder auch einfach Interesse hat, ist das eine ziemlich gute Sache. Some by Me, AHA, BHA, 14 Days, Super Miracle Spot, All Kill Cream. Das ist so ein Stift, denke ich mal, den man, ja, krass, den kannst du, naja, das ist so ein Tube, den kannst du auf Pickelchen machen, der soll die Pickelchen in 14 Tagen komplett entfernen, soll auf die Haut gegeben werden, nur in einer kleinen Menge wird nämlich komplett von der Haut aufgenommen. Boah, ich würde am liebsten mal so einen live Korean Skincare Test machen. Apropos live, schreibt mir gerne mal ein kleines Feedback in die Kommentare, weil ich sehe, dass YouTube wirklich möchte, dass wir live gehen. Habt ihr darauf Lust? Habt ihr eine bevorzugte Zeit, wenn wir das machen? Vor allen Dingen habt ihr Themen, die wir im Livestream besprechen sollen? Wir haben wieder ein Make-up-Produkt. Das scheint mir von Holika Holika zu sein. Ein Brush Liner. Ein Lip Liner, denke ich. Ja, das ist ein Lip Liner, aber als Filzstift. Schöne Farbe, eher so ein bäriges Nude. Ich gucke mal, dass ich mir den Kalender nochmal bestelle. Okay, wir haben Augenpatches, Collagen-Eye-Patches von Abib. So sehen die aus. Mit Niacinamid ist hier mit drin. Wasser, Glycerin, Shea Butter, Rizinusöl. Mit Jericho Rosen Jelly. Wow. Oh, mir macht das Spaß. Gerade, und das finde ich so schön, vielleicht ist das ein ganz guter Tipp für Adventskalender dieses Jahr. Wenn ihr überlegt, euch einen Adventskalender zu haben, könnte es vielleicht auch eine ganz gute Sache sein, sich einen zu kaufen von einer Marke, die man vielleicht gar nicht kennt. Letztes Jahr zum Beispiel, oder vorletztes Jahr, hatte ich den von Typology gekauft, einfach um die Marke wirklich kennenzulernen. Ich habe da manchmal nicht so durchgeblickt, welche Produkte es gibt. Mittlerweile, gut, bin ich Profi bei Typology, aber wenn man sich noch nicht so auskennt und so überfordert ist vielleicht auch mit der Auswahl, ist das, glaube ich, eine gute Idee, oder? Also bis jetzt würde ich mich wirklich an jedem Tag freuen. Wirklich an jedem Tag. Nicht ein einziges Filler-Produkt. Und wir haben die Hälfte schon durch. Das ist eine Arto Barrier. 365 Tage Creme, Moisturizing Cream mit Hautschutzbarriere, Stärken für trockene und sensitive Haut. Sieht einmal so aus. Sieht so ein bisschen aus wie so eine La Roche-Posay-Creme. Und die kenne ich tatsächlich schon, die ist wirklich, wirklich gut von Belief Moisturizing Eye Bomb. Das ist eine Augencreme, die mit Peptiden und Ceramiden gegen feine Fältchen und Linien um die Augen sein soll. Die ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Das ist ganz spannend. Also das ist eine wasserbasierte Creme, die wirklich plumpend ist. Ich hatte die damals fürs Gesicht, fürs Auge, dafür kannte ich sie jetzt noch nicht, aber umso besser. Full-Size-Produkt. Ey, Wahnsinn. Die Marke kenne ich. Peripera. Ink Lasting Lip Gloss in der Farbe 01. Lip Gloss. Einfach ein durchsichtiger Lip Gloss. Sehr, sehr groß, Tatsache auch. 4,5 Milliliter, ja. Wir haben ein Glowy Tint Over Glowy Etude. Ah, Etude. Etude kenne ich. Was ist das? Ja, das sieht aus wie so ein Lip Tint Lip Blush. Riecht jetzt auch nicht so intensiv. Das finde ich so ein bisschen schade, dass das. Na gut, aber ich könnte mir eigentlich jetzt auch mein Telefon holen und das daran haltend übersetzen. Ach doch, da steht es doch. High Glossy Finish Tint with a Brilliant Glow that goes beyond a transparent glow. Okay, also es ist, denke mal, für die Wangen und für die Lippen. Das machen ja viele Koreanerinnen, soweit ich das mitbekommen habe, auch gerne, Produkte auf den Wangen und auf den Lippen aufzutragen. Hier geht es weiter mit einem Glitter Eyeshadow
Ich weiß nicht, ob ihr ihn erkennen könnt. Da unten ist er. Da sieht man ihn ganz leicht. Der sieht so ein bisschen aus wie meiner aus der Rivala Osmi-Kollektion letztes Jahr von Rom and ND. Da hatte ich meine Lidschattenpalette. Die sind so, so krass. Da habe ich ein komplettes Video zu gemacht, weil die so unglaublich gut waren. Die waren besser als Natasha Denona. Wir haben einen 5 Plus Nimbus N 5 Plus Vitamin Concentrated Serum. Wie krass sieht diese Verpackung aus? Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, weil sie einfach so schlicht ist, sieht die Verpackung unglaublich gut aus. Soll gegen Aknenarben helfen und dunkle Stellen mit Antioxidantiens, Glutathionen und Niacinamid aufhellen. Everything I need. Seht ihr? Seht ihr das hier noch? Diese Pickelmale? Das ist von diesen Unreinheiten, von dieser allergischen Reaktion. Weiter geht es mit einem Reforming Contour Stick. Auch krass. 02. Das ist ein Contour Stick. Ach, schau mal. Du hast einen ganz, 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 ganz schmalen Contour Stick zum Rausdrehen. Und hinten sogar so ein kleines Schwämmchen. Sehr präzise. Damit kannst du wirklich die Nase, die Augen konturieren. Nein, der ist für euch. Der ist für euch. Ich bin gerade so ein bisschen am... eigentlich würde ich die Sachen so gerne selber behalten, aber ich habe so viel hier, deswegen gebe ich das alles euch. Moni, kenne ich auch die Marke? Das ist die Extreme Long Lash Potence Cara. Eine Mascara. Schnell, trocknend, extrem lange Lashes, sehr leicht abzuwaschen. McQueen New York. Das ist eine Wimperntusche. pH Balance Cleansing Foam mit Mungbohne. Das ist eine Bohne. Feuchtigkeitsspendende Formulierung, die gegen dieses Sebum sein soll, die Hautelastizität verbessern soll, gegen Unreinheiten kämpfen soll. Ein Reinigungsgel, 80 Milliliter. Ich weiß es nicht. Also gibt es, vielleicht kennt ihr euch damit aus, gibt es so einen wirklich einen authentischen Korean Skincare Laden in Berlin vielleicht oder in irgendeiner anderen Stadt? Wir haben eine Lidschattenpalette. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, das Packaging. Das kann man hier so aufreißen. Aber ich mach's mal hier hinten auf. Das ist eine Schimmerpalette. Unleash. Die sieht ähnlich aus wie eine, die wir letztes Jahr hatten. Aber die einfach so ein bisschen aufs bewegliche Lid draufgegeben für so einen leichten Glow-Effekt oder als Highlighter. Nice. Wir haben ein riesengroßes Türchen. Candy Berry Ice Cream Palette. So wunderschön aus. Wie süß sieht diese Lidschattenpalette aus? Das sind ja genau meine Farben, ne? So braun, bisschen rosé, ganz süß, ganz zart. Was ich ganz schön finde bei, nicht alles, ich kann nicht alles über einen Kamm scheren natürlich, aber bei vielen Korean Make-up-Brands vor allen Dingen, dass die Formulierungen so weich sind und so einfach zu benutzen sind, weil die Looks natürlich auch ganz anders sind. Ein Vita C Dark Spot Care Serum, Green Tangerine von Godal, ein Vitamin C Serum. Von Medicube eine Nachtpflege und zwar eine Wrapping Mask, Collagen Night Wrapping Mask. Die soll man einfach ins Gesicht auftragen und auch über Nacht wohl drauf lassen können. Entweder als letzten Schritt der Skincare-Routine machen, als Maske benutzen oder über Nacht machen. Super, super spannend. Freunde, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen baff. Weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich sehe hier gerade so viele unglaublich spannende Produkte, die ich am liebsten alle sofort in mein Gesicht machen würde. Finde es ein bisschen schade, dass ich davon nichts wusste, weil ich euch jetzt einfach leider gar keine Informationen hier gerade mitgeben kann. Falls ich Informationen habe, schreibe ich sie euch als angepinnten Kommentar unten rein. Falls ich das vergesse, erinnert mich bitte, dann mache ich das nachträglich. Ich denke, wenn ich davon ausgehe, dass der 150 Euro kostet, so wie im letzten Jahr, sage ich, genial. Du hast so viele Produkte drin, die du natürlich nicht so einfach bekommst, gut, auch bei Yesstyle natürlich, aber du hast halt schon mal eine selektive Auswahl mit höchstwahrscheinlich sehr beliebten Produkten, um einfach verschiedene Produkte auszutesten. Einige Marken kenne ich schon, einige Marken findet man auch mittlerweile sehr häufig bei uns, andere wiederum gar nicht und dafür ist das wirklich gut. Wir haben Make-up, wir haben Skincare, wir haben verschiedene Produkte, um einfach neue Sachen auszuprobieren, um neue Formulierungen zu testen, die höchstwahrscheinlich sehr viel Spaß machen und wahrscheinlich auch sehr wirksam sein werden. Ich bin super gespannt, was ihr zu dieser Auswahl an Produkten sagt. Mir gefällt es unglaublich gut. Ich hoffe, dass ich ihn noch mal bekomme, irgendwie, dass ich auch noch mal ein paar Produkte teste. Ansonsten mache ich mir gleich ein Foto von den Produkten und kann sie dann nachträglich bestellen. Vielen, vielen Dank an Yesstyle für die Überraschung. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Zählt einfach die Emojis in diesem Video und dann kommentiert die Anzahl unten und ich verlose euch den Adventskalender. Ihr süßen Mäuse, bis zum nächsten Mal.